Die Mannschaft von Fortuna Düsseldorf, ganz in Weiß, zeigte sich von der Krise in der Vereinsführung unbeeindruckt. Sie ergriff sofort die Initiative, ihr Kampfgeist war beeindruckend. Flair sorgte mit einem abgefälschten Schuss für das 1:0. 15 Minuten sind gespielt. Die Stuttgarter verhielten sich meist abwartend. Ihr Spiel war ganz auf Konter ausgelegt. Nach einem Fehlpass von Allgöwer hat Dusen jetzt einmal freie Bahn und genügend Raum. Vorbei an Schäfer. 2:0. Dieses Tor fiel in der 28. Minute. Erst danach wurde der deutsche Meister offensiver. Am Ball Andreas Müller, der Außenverteidiger. Und jetzt Achtung, Elfmeter. Weigl hatte Kempe von hinten zu Boden gestoßen. Eine richtige Entscheidung von Schiedsrichter Osmos aus Bremen. Klaasen, der Belgier, wird ausführen. 2:1 in der 35. Minute. Der Torschütze Klaasen bot heute eine gute Leistung. Vor allem seine Schnelligkeit machte seinem Gegenspieler Kuczynski zu schaffen. Düsseldorf mit schwachen Sturmspitzen. Edvardsson verlor gegen Karl-Heinz Förster nahezu jeden Zweikampf, so wie in dieser Szene. Verschiedentlich liefen die Stuttgarter in die Abseitsfalle. Diesmal schnappt sie aber nicht zu. Klaasen nach Pass von Sigurd Winsson auf und davon. 2:2 in der 37. Minute. Innerhalb von 120 Sekunden hatten die Düsseldorfer ihren Vorsprung verspielt. Nach etwa einer Stunde kam Bockenfeld für den verletzten Bommer. Düsseldorf in der zweiten Halbzeit stellenweise drückend überlegen, aber ohne Glück im Abschluss. Korrekt die Abwehr von Karl-Heinz Förster gegen Bockenfeld, so hatte es jedenfalls der Schiedsrichter gesehen. Ein Stuttgarter Sieg hätte sicherlich nicht dem Spielverlauf entsprochen, aber er war möglich. 80. Minute, Allgöwer traf nur die Querlatte. 2:2 das Endergebnis heute Nachmittag im Düsseldorfer Rheinstadion.